Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei The Walking Zombie 2. Wir sind immer noch hier. Wir waren im Shop, haben alles erledigt. Denn jetzt geht es los. Und zwar fahren wir zunächst einmal Richtung Kirche. Versuchen, die Veteranen zu finden. Und ich denke, es ist nur passend, dass wir die Veteranen, sprich ehemalige Kriegshelden, mit einer modernen Waffe beschützen. Doch vorher stellen wir uns einer Begegnung. Ich habe nämlich diese Laserpistole jetzt dabei. Hier ist sie. Der Super-Vorteile-Trainer. Was kannst du mir beibringen? Kompass erhöht deine Kompassreichweite um 25 Meter. Erhöht deine Reichweite zum Aufnehmen von Gegenständen oder Funkgerät. Du hast immer genaue Informationen zum aktuellen Ort von Interesse. Ich weiß nicht, was mir das bringen soll, weil ich nehme die eigentlich immer auf. Kompassreichweite, kann ich eigentlich alles nehmen? Ja, ich nehme einfach alle. Weil ich habe so viel kostenlose Gold-Dinger schon gefunden. Ja, sieht cool aus, die Waffe. 7 Munition in einem Magazin. Und insgesamt 400 Schuss haben wir bekommen. Schauen wir doch mal, was die so kann. Ich bin gespannt. Ah, ich glaube, ich muss näher rangehen. Ich habe ein bisschen Angst zu verfehlen. Sie sieht cool aus, ist aber kein One-Shot. Aber sie macht anscheinend mehr Damage als die AK. Piu, 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 piu. Das ist echt eine doofe Waffe. Aber sie hilft immerhin beim Zerstören. Haha, kommst du nicht hin, was und? Ja, also ich finde die nicht gut. Ich meine, sie ist ganz cool, wenn ihr im Piu, 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 Piu. Ich glaube, ich habe ein Problem. Doch, ich komme noch weg. Alles gut. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich da drin safe bin, in Anführungszeichen. Ich meine, ich finde das Pew ganz toll und so, aber... Also gerade bei denen sieht man halt, der Damage ist jetzt nicht besonders groß. Ich meine, es ist nicht so, als würde das Hirn auf einmal zermatscht werden. Das ist lustig, weil bei ihm gerade das Hirn rausguckt. Ich meine, ja, wenn man hittet, ist es sicherlich ganz gut. Problem ist halt, ich hitte nicht so regelmäßig. Aber in Ordnung. Wir nutzen sie, solange wir sie haben. Die Munition haben hier für unser Date. Oh, guck mal, Veteran. Tja, du gehörst jetzt zu mir. Was ich gut finde, ist halt immerhin 7 Munition im Magazin. Oder 7 Schuss im Magazin. Und richtig gut ist natürlich der Sound. Allerdings, wie gesagt, ich glaube, ich werde doch einfach bei der Shotgun bleiben. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß. Wir müssen mal gucken, wie teuer denn die Magazine sind. Ich bin davor noch um sie rumgelaufen, die Falle. Um dann reinzurennen. Das ist auch clever. Ja. Die habe ich gesehen. Gut, bringen wir erstmal die Leiche zurück und sagen dem armen Paul, dass wir für ihn nichts tun konnten. Ja, auf jeden Fall muss ich beim Händler mal schauen, wie viel denn so, Munition kostet im Verhältnis oder im Vergleich zur Shotgun. Ich wollte schon sagen, ich höre da was. Piu, 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 piu. Piu.
Also, den Sound mag ich. Ich weiß, ich wiederhole mich und klinge wie eine zerbrochene Schallplatte, aber dieses Piu-Piu klingt schon gut. Klingt futuristisch. Und pion. Es sieht auch cool aus, wie die Energiebündel quasi da durchfliegen. Wenn du vermisst, wenn du nicht triffst. Wie sie dann weiterfliegen. Ins Weite. Oh, da hinten könnte vielleicht wieder mal ein Safe sein. Das wäre ganz nett. Schöner Hit. Lebst du noch? Nee, du bist auch tot. Gut, dann bringen wir dich mal weg. Piu, 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 piu. Ganze Armada. Ist das die letzte Leiche gewesen? Ja. Ich würde eigentlich gerne, wenn ich ehrlich bin, noch die Leichen töten hier. Einfach nur, um deren Loot zu bekommen. Dementsprechend mache ich das, weil das sind auch keine bösen Zombies dabei. Und von daher easy Loot. Ja. Dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Zur verlassenen Fabrik. Wir testen jetzt die Zombies. Mal schauen, was unsere Blue-Vitamine so hinmachen. Oder ersetzen können. So. Befülle den Tank mit Vitamin Blue. Oder Vitamin Blue. Ich bin gespannt. Zum einen, wie es aussieht, zum anderen, was es bewirkt. Aber passend dazu ja auch hier meine blaue Energie als Munition. Nimm die Tonne. Welche Tonne? Es sind mehrere. Befülle den Tank mit Vitamin Blue. So, guten Tag, die Herren. Oh, ist gar keiner mehr da. Sieh dir die Zombie-Tests an. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. So ein bisschen. Okay, sie werden also ausgebildet zu Soldaten. Welche Überraschung! Experiment geht schief. Oh nein, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Moment. Shotgun ist besser. Da. Warum schießt du denn? Ich dachte schon, warum schießt du denn auf mich? Nimm die Machete. Boah. Was geht jetzt ab? Pow. Pow. Das ist ja cool. Gut, gut, gut. Jetzt Machetenmanier. Habe ich auch was von diesem Blue Vitamin bekommen oder was? Oder höre ich einfach nur gerade Musik und deswegen kann ich ja alles mit der Machete niedermetzeln. Was ich ein bisschen schade finde, ist, man hört nichts von den Kampfgeräuschen von mir. Also kein Slash, Splash, Bam, Boom.
sicher, dass da die Zombies getestet wurden und nicht ich? Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist, Jungs. Aber diese Machete ist gefährlich. Sie ignorieren mich. Hört ihr mir zu? Hallo? Okay, anscheinend nicht. Dann gehe ich halt zurück in die Stadt. Es war echt ein bisschen seltsam. Aber gut. So eine Machete hätte ich gerne. Wir gehen erstmal hier zur Blue Gang und erzählen ihm, dass das Zeug echt strange ist. Hat das verfolgt? Die Zombies sind durchgetreten, nachdem sie Vitamin Blue genommen haben. Vergiss es, wir haben es auch an Menschen getestet. Und das ist ein positiver Effekt. Hast du was anderes? Wir fangen mit der Verteilung an. Triff die notwendigen Vorkehrungen mit der Armee. Ein Soldat beim Bahnhof ist bestechlich. Was noch? Er soll unsere Verteiler von Blue in der Armee werden. Du findest Geld für die Bestechung im Korb beim Bahnhof. Alter, ich komme hier in sowas von schlimmen Sachen rein. Gut, dass mein Karma so gut ist. Bisher. Weil das ist nicht normal, was ich hier für Aufgaben erfüllen muss. Paul, weißt du schon von den Sachen mit den Blue Vitamin? Ich habe ihre Leichen gefunden. Kannst du mir helfen, diese beiden Soldaten zu begraben? Sie sind Brüder von Boris aus dem Waldgebiet. Wir nehmen die Gräber, die wir ausgehoben haben. Boris kommt auch. Eine Beerdigung. Warum haben wir die Gräber denn überhaupt schon ausgehoben? Du wusstest es doch schon, Paul. Erzähl mir nichts. Du wusstest von Anfang an Bescheid, dass sie tot sind. So, ich habe hier wieder so ein bisschen Kleinzeug, was du haben kannst. Und ich räume wieder ein bisschen um. Munition, die ich nicht brauche. Ach ja, ich wollte gucken, was das kostet. Da war was. So, davon brauchen wir auch keine drei. Was kostet denn Energie bei dir? Du hast keine Energie im Angebot. Schade. Bevor ich jetzt noch zum anderen Händler gehe, würde ich sagen, fahren wir einfach direkt los und gehen zur Beerdigung. Machen wir die noch. Der Boris. Es tut mir leid. Es wird doch 100% was schief gehen. Sollte nicht jemand etwas sagen? Ich kannte sie nicht. Sag du etwas. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja. Oh je. Töte die heranströmenden Zombies. Du bist nervig. Haben wir hier irgendwo ein Fass? Wir haben hier ein Fass. Und ich habe diesmal die Möglichkeit, zweier Fässer-Kombo zu machen. Du bist kein Problem. Du bist nur ein Hund, der ein Stöckchen will. Stattdessen kriegst du Kugeln. Und zwar in den Rachen. Ja, schön, dass sie mich wieder alleine lassen. Vom Boris hätte ich das nicht erwartet. Ich habe für ihn meine Hand ins Scheißhaus getunkt, um seine Uhr zu finden. Holla, die Waldfee. Du bist ein Profi, oder? Nein, du bist ein Anfänger. Du bist ein Naturtalent. Dieser Kotzstrahl war echt gut. Okay. Jetzt holen wir euch hier zwischen die beiden... zwischen die beiden Dinger. Das könnte echt gut sein. Wenn die nah genug rankommen, kann ich möglichst viel auf einmal erwischen. Mit dieser Doppelexplosion. Dummerweise waren das Zombies, die viel aushalten. So. Okay, jetzt haben wir nur noch den Profi. Okay, nimm die Blume. Ehre das Andenken beider Soldaten. Also die verpissen sich und ich soll jetzt den Unbekannten... Ja, okay. Warum nicht? Es ist ein Ding hinter mir. Footballer. Footballer.
Oder links von mir. Das war das 31. Lock, das ich gepickt habe, laut Steam. Für dich nehme ich gerne solche Fässer. Weil du einfach nur nervig bist, du Football-Heini. So, wir klauen noch eine Blume. Ach, kommt schon. Ihr kanntet die 100 Pro nicht. Also, ich meine die beiden, vor denen ich gerade die Blumen geklaut habe. Blümchen für dich. Blümchen für dich. Immerhin. Beerdigung ist abgeschlossen. Und weil wir so schnell sind, fahren wir auch direkt weiter zum Bahnhof. Sonst ist die Episode zu kurz. Wenn sie so ein bisschen zu kurz ist, ist das nicht schlimm, aber das wäre jetzt relativ deutlich zu kurz. Finde das Geld. Okay. Ich finde das Geld. Hallo, wie geht's euch? Alles klar? Ich glaube, ich war schon mal hier, oder? Ja, da musste ich für den diese ganzen unsinnigen Aufgaben erfüllen. Ich entschärfe die mal. Hallo. Ich muss ja ganz kurz mal so ein bisschen Geld mitgehen lassen. Gut. Sprich mit dem Soldaten. So, mein Freund, hier. Ich komme mal zu dir. Korrupter Soldat. Es ist echt blöd, wenn sowas schon über deinem Kopf steht. Bist du der Botenjunge von Big M? Hast du Geld dabei? Oh, verdammt. Ich hätte das Ganze auch ohne Geld machen können. Schade. Ja, wir tauschen später Sachen aus. Hier ist zu viel los. Alles klar, hau raus. Hier ist das Schlafpulver. Schütte es in die Trinks der Soldaten. Komm dann nachts zum Bahnhof, platziere die Sachen im Waggon. Alles klar. Schmeiß eine... Schmeiß eine Schlaftablette in den Drink. Warum fühlen die mich immer direkt zu fallen? Guck mal. Gehe schlafen. Gut, ich gehe schlafen. Es wird wahrscheinlich die Episode deutlich länger werden, aber... Ich gehe mal hier rein, mein Freund, gell? Weckst du mich dann? Der Abend. Hol dir das Vitamin. Es ist dunkel. Es ist keiner hier außer mir. Ta-da-da. Gib das Vitamin den Soldaten. Ist es schlimm, dass ich mich eigentlich gar nicht schlecht fühle gerade? Ich meine, gut, es ist nur ein Spiel. Du, guck mal hier, alles für euch. Mission abgeschlossen. Ich hätte ehrlich gesagt jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber gut, was soll man machen? Dann eben nicht. Fahren wir zurück, holen uns noch ganz kurz unsere Belohnungen ab, weil diese Aufgaben jetzt beide sehr, sehr einfach waren. Was hast du nochmal, Wachmann? Auto ist fertig. Ach so, nee, danke. Ich habe ja ein neues Auto bekommen. Und für 8000 sowieso nicht. Big M! Ich habe die Soldaten, die uns beschützen sollen, unter Drohung gesetzt. Erledigt. Das war die Hölle. Wir haben noch ein Problem. Jemand versucht, das Blut zu kopieren und damit Geld zu verdienen. Kümmere dich darum. Alles klar. Wir sind jetzt voll drin im Drogengeschäft. Soll er Heisenberg sein? Ich weiß es nicht. Paul, mein Freund, ich habe das gemacht, was ihr nicht konntet. Ja. Ich wäre fast gestorben, das passiert hoffentlich nicht wieder. Als Entschuldigung sage ich dir, dass die Schlitzer den Untergrund beim Friedhof für ihre schmutzigen Praktiken verwenden. Gehe dorthin und untersuche es. Beten heißt die Aufgabe. Beten. Na super. Wir gehen erstmal ganz kurz zum Händler, geben wieder unsere Sachen ab, wie immer. Es ist nicht viel, aber was soll man machen?
Kleinigkeiten sind auch gut. Ich bedanke mich mir fürs Einschalten. Hoffentlich seid ihr dabei, wenn es weitergeht bei The Walking Zombie 2. Bis dahin noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.